Moin moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu Randall im Knast. Und ja, wir haben hier ein bisschen was. Ein Fenster, Kissen, das Poster mit dem Fluchttunnel, Betten. Ich habe gerade Beten gelesen und wollte schon rumschreien, was hier die Küche zu suchen hat. Toilette, Mortimer? Das ist Mortimer. Ja klar, alle unsere Freunde sind im Knast gelandet. Was auch sonst. Super. Das ist du bist im Knast, Basti, gemütlich. Super, echt super. Ja, Poster. Psst. Charlie. Ah, ich wollte mir eigentlich das Poster angucken, aber deswegen falsche Taste genommen. Randall, besorg mir den Sprengstoff. Ich warte hier. Wenn du dir Mühe gibst, wirst du schon was auftreiben. Ja, ist ja gut. Ja, nun, weg mit dir. Übrigens, was ist das für ein Poster? Captain Red Poster. Ach, schlecht zu erkennen, aber okay, hätten wir uns doch fast denken können, was hätte das auch sonst sein sollen. Die Kissen sind alles andere als bequem, aber ich schätze, wir haben nichts Besseres verdient. Ich nehme nur den Bezug und lass das Kissen da. Jawohl, hier oben auch? Ich nehme nur den Bezug und lass das Kissen da. Yeah! Komm, Betten. Keine Zeit für ein Nickerchen. Die sehen nicht gerade bequem aus. Okay. Da kommt... Dann sollst du rausgucken. Gemessen an den Umständen ignoriere ich lieber, was da draußen vor sich geht. Okay. Betten, komm hier an das Kissen ran. Von hier komme ich nicht raus. Dann reden wir doch mal mit Mortimer. Mal gucken, ob er jetzt mal mit uns redet. Bist du das? Was machst du hier? Kein Scheiß? Wie das denn? Ich hätte mir Morty auch anders vorgestellt. Von den Umrissen. Das glaube ich ja nicht. Weißt du was, Genosse Mortimer? Ich habe keine Ahnung, was das Gegrummel bedeuten soll. Hatte ich nie. Um ehrlich zu sein, fühlte sich das immer so an, als würde ich was nicht mitkriegen. Oder mit einem Wookie sprechen. Morty, du weißt, dass das mit uns beiden nie funktionieren konnte, oder? Wir stammen von komplett unterschiedlichen Welten. Nein. Sag nichts. Mach's nicht schwerer für mich, als es eh schon ist. Morty? Bist du das? Was zum Geier machst du hier? Ja, dann kommen wir also hier. Wahrscheinlich kommen wir eh nicht dran, also brauchen wir gar nicht groß weitermachen. Karl? Der sieht echt entspannt aus. Das sieht irgendwie falsch aus, was wie der da liegt. Ach du grüne Neune. Das wird dich lehren, sich über mein Essen zu beschweren. Na super. Allein schon so breitbeinig da zu liegen, das sah schon so falsch aus. Und Bratsch! Ja, klasse. Bruno! Hey Bruno! Hast du vielleicht eine Schwester, die in einem Kinderheim in der Küche arbeitet? Wie bitte? Vergiss es, oder hast du das gerade nicht gesehen? Aber warum nicht? Das ist doch ganz nett bestimmt. Was für ein Mammut. Einfach nicht über sein Essen klappetzen. Ein armer Schlucker steckt hier fest. Schnaps brennt er hier auch. Das könnte nicht ekliger aussehen. Ja, man nimmt im Knast, was man kriegen kann, oder? Ist hier noch irgendwas? Nee, also Waschbecken. Oh, ein Glas mit Loch. Das ist das Richtige. Hey, da können wir ihn ja hingeben. Kann er ordentlich trinken? Wow, da ist eine Waschmitteltablette in einer der Taschen. Cool. Dann können wir unseren eigenen Alkohol herstellen. Wie soll das funktionieren? So weiß ich nicht, aber einfach mal irgendeinen Unsinn reden. Und warum ist hier oben nichts? Ja, bitte. Wozu ausgerechnet das Maßband? Ich habe keine Ahnung. Können wir ihn dem vielleicht geben? Bruno? Vergiss es. Ja, nee. Okay, Gang A. Okay, Gang A. Verdammt, die Jungs gehen immer bei den Neulingen fischen. Und sie geben nicht auf, bis sie einen am Haken haben. Es klingt so falsch. Irgendwas gepierst und das... Nein. So, da geht's zur Küche. Das sieht aber zu aus. Da komme ich nicht rein. Abgeschlossen. Mist. Hier haben wir ein paar Rohre. Hätten wir den Elektroschocker immer behalten sollen. Mensch. Box. Oh, die Schwestern. Mein Running Gag. Guten Morgen, ich bin die Nachtschwester, kriege gerade völlig neue Dimensionen. Schönen guten Außerdem Morgen, fehlt dem Sieber dunkelhaarigen Alter Herrn dann nur noch so ein kleines Schnäuzbärtchen und er hätte fatale Frappierenähnlichkeit mit einer anderen Person. Der, nicht. Nein, ich bin kein der Geschichte und Schaut über die man sich ganz Jungs, oft mal lustig machen darf. Wir haben eine Kämpfernatur. Glaubst wohl, du kannst hier den Helden spielen, was? Naja, Held ist vielleicht zu viel gesagt. Sagen wir mal Protagonist. Ja klar, Junge. Du bist der Protagonist.
Im Traum vielleicht, auch wenn das für dich deinen Albträumen sein werden. Ja, weißt du eigentlich, für was ich hier sitze, Kollege? Na, dann ich mach mich mal auf die Socken. Tja, bin auf dem Weg zur Bibliothek. Wenn ihr mich also entschuldigen würdet, ich hau mal lieber ab. Ja, ich bin auf dem Weg. Keine Schwäche zeigen. Wenn ihr mich also entschuldigen würdet. Abgestochen werden oder abstechen. Wir freuen uns hier an deiner Anwesenheit. Komm doch mal. Und niemals die Seife fallen lassen. Wisst ihr, erst dachte ich, ihr seid so eine Art Skinheads oder so. Aber jetzt fällt mir auf, dass ihr sehr liebevolle Leute, ich meine, macht mir ja nichts aus, aber ich stehe eher auf platonische Sachen, die man zum Beispiel in Büchereibüchern lesen kann. Wenn ihr also nichts dagegen habt. Ja, doch, die werden was gegen Lesen aber haben, denn das würde ja Bildung bedeuten. Wenn du die verbrennen nur Bücher. Musst du erst unsere Liebe empfangen. Aber ich sag's gleich, ich mag's gerne nur mal weiter. Ich muss mir gerade echt auf die Zunge beißen. Na dann, ich mach mich mal auf die Socken. Sicher? Du willst keiner von uns sein? Was man so hört, bist du ein echtes Monster. Würdest zu uns passen? Okay, was... Ich fräse solche kleinen Monster wie euch. Entspann dich! Wir verurteilen niemanden hier. Wir wollen nur deine Freunde sein. Wollen wir dich ein bisschen freundlich miteinander umgehen und schön Freunde sein? Tut mir leid, ich kann derzeit keine Bewerbung. Zwei Knastbräute? Oder in dem Fall dann vier Knastbräute zusammen? So. Weißt schon, eine Hand wäscht die andere. Und was meinst du mit... Und die andere stinkt im Popo. Und ich zeig's dir. Ja, sicher nicht. Ich war noch nie sehr neugierig. Ich lasse es also. Ja. Ich hau mal lieber. Was für Klappsparken. Entscheidung. Okay, da kommen wir nicht durch. War hier hinten vielleicht noch irgendwas anderes? Klingt fast wie Mortimer. Den könnte man so im Match einsetzen. Ja, warum sitzt Mortimer wohl im Knast? Tatsache, da geht's auch zu Gang B. Oh je, da hätte ich auch zuerst hingehen können. Nach Kanzten war Stein. Hey Mary, was gibt's, Gefangener? Oh, Katschi. Hier laufen die Dinge anders, Junge. Wenn du also ein Rat willst, bleib geistig immer in Bewegung, kümmere dich nur um dich und mach keinen Ärger. Wenn du eine Beschäftigung brauchst, rede mit mir. Ich verteile hier die Jobs. Glaub mir, Junge, besser man hält hier den Ball flach. Du darfst keine Aufmerksamkeit erwecken. Ey, ich würde gerne in der Küche arbeiten. Ich mag so den Umgang mit Lebensmitteln und scharfen Was Messern. Was meinen Sie mit meinesgleichen? Entspann dich, mein Freund. Ich verurteile dich. Aber glaub bloß nicht, dass die Mitgefangenen so nett zu dir sein werden wie ich. Danke, ja, Mary. Hauptsache, ich bin nicht nett zu denen. Mary? Ja? Was ist das hinter Ihnen? Okay. Ist das nicht stinklangweilig, den ganzen Tag auf dem Hocker zu sitzen? Lassen Sie, ich lasse Sie mal arbeiten. Sieht so leicht grenzt ihr wieder aus. Tintillig! Katzen sind Liebe! Katzen sind süß! Katzen sind knuffig! Katzen sind die Weltherrscher! Und das da sieht aus wie, ich weiß nicht. Der Halbbruder dieses hässlichen Chihuahua-Köterviech ist außer Gasse neben unserer Wohnung. Oh Gott, nein, Bilder. Ist es nicht stinklangweilig, den ganzen Tag auf dem Hocker zu sitzen? Ganz ehrlich? Ja. Aber Dienst ist Dienst. Und Schnaps ist Schnaps. Mal was mitbringen, um ein bisschen Unterhaltung zu haben? Nicht mehr. Wir konnten früher Zeitung lesen, aber dann ist so viel passiert. Und der Direktor sagte, dass wohl weniger passieren würde. Du, ich habe einen ganzen Stapel Zeitung, der dich echt verstören würde. Vor allem, weil alle vom selben Datum sind. Was ist das da hinter Ihnen? Ja, das sind die Duschen. Oh, ach, schade, ich habe gedacht, der dreht sich um, wir können einen Schabernack machen. Das hört man immer in den Filmen, stimmt's? Tja, man darf nicht alles glauben, was man im Fernsehen sieht. Könnte ich mir die Duschen mal anschauen? Genau, man benutzt aber keine Seife, sondern Duschgel. Da kommst du nur rein, wenn Duschzeit ist. Okay, wenn's halt gar nicht geht. Mist. Ja. Ich lass ihn mal arbeiten. Mal gucken, was die Katze macht. Oh, Schlüssel. Das ist der Napf von der Katze. Naja, irgendwie ist ja niedlich. Du solltest dich von dieser Katze lieber fernhalten. Was meint sie damit?
Die denken doch hoffentlich nicht daran, die zu essen, oder? Himmel, nein. Für wen hältst du mich denn? Keine Für Ahnung. Ein Monster. Für einen Grillfreak? Woher zum Geier weißt du das? Ach. Ist aber auch egal. Die Katze rennt dir schon ein paar Jahre rum. Ja, die sieht auch aus, als hätte sie schon einiges gesehen. Freundet, dann stirbt ihr bald daran. Sie kann irgendwie den Tod riechen. Oh, super. Ist ja toll. Als ob der Fluch nicht schon genug wäre. Jetzt habe ich auch noch eine Katze des Todes am Hals. Das ist gerade... es ist gerade leicht verstörend. So ein schwarzes Flauschevieh, Katze des Todes. Als unsere Bonnie, also mein Hund, letztes Jahr verstorben ist, haben wir im Garten einen Gedenkstein für sie hingestellt und dann Tag des Todes, also abends, ist hier eine schwarze Katze mit so einem weißen Brust aufgetaucht. Sonst aber pechschwarz, also nicht da, nicht hier, Schmuti, nicht Wötchen, aber weiße Brust, so ganz kleine Stelle. Und hat sich an diesen kleinen Gedenkstein unter Rose, also wirklich dran gerieben, ist da rumgelaufen. Man sagt ja auch, Katzen können Wegbereiter für Seelen sein, wer sich für sowas interessiert, etc. pp. Das sagt man ja auch. Und das war schon echt, die haben wir hier noch nie gesehen, noch nie. Und genau den Tag taucht diese Katze auf. Danach ist sie auch noch ans Grab von unserer Katze Mauzi gegangen, die vor ein paar Jahren verstorben ist. Und zwei Tage später tauchte sie nochmal auf. Und genau an dem Tag, wo sie da aufgetaucht ist, ist unser letzter Hase verstorben. Deswegen finde ich Katzen des Todes nicht witzig. Also irgendwas könnte man da rein interpretieren, wenn man mag. Aber komm, wir freuen uns mit dir an. Ich fass dich nicht an. Es läuft zwar in letzter Zeit nicht so gut für mich, aber ich habe trotzdem keine Selbstmordabsicht. Och, ich würde dir ja jetzt, ich würde den Geschirm legen, würde sie mich nicht mit ihren Freunden, aber sie jeden im Gefängnis vorstellen. Ganz lieb und nett. Och, ich finde die putzig. Ich habe gerade eine Idee. Moment, kann ich das? Die Software müsste ja richtiger anhaben. Ich hoffe, es hat geklappt mit dem Bildchen. War ein Bildchen gemacht. Ich habe so eine schöne T-Shirt-Idee. Ne, Punkto. Der Pudel des Todes. Wir haben die Katze des Todes. Ja, da freut sie sich. Okay, hier kommen wir zum Hof. Murray, er gibt die Jobs her. Er könnte uns ja mal einen Job in der Kirche geben, da unten. Oh, ich würde ja gerne ein bisschen... Können wir die Schlüssel eigentlich klauen? Das hätte ich jetzt mal vielleicht versuchen sollen. Ich muss zugeben, dass ich von Randy nicht besonders viel hielt, als ich ihn das erste Mal zu Gesicht bekam. Er sah aus, als könnte ihn eine leichte Brise umhauen. Zumindest war das mein erster Eindruck. Hey, Junge, komm mal rüber. Hab ich was falsch gemacht? Du bist der Neue, stimmt's? Naja, Neuer klingt besser als Alt. Nee, ich bin nicht der Neue, ich bin nur mit Perwoll gewaschen. Ich bin der neue Wachmann und suche einen guten Spitz. Das glaubt dir doch keiner mit der wunderschönen Schuluniform, die du trägst. Naja, Neuer klingt besser als Alter. Kommt auf den Zusammenhang an. Der alte Sleazy klingt für mich besser als die neue Leiche im Duschraum. Entspann dich, Junge. Ich bin nicht gefährlich. Nein. Die Leute hier drin brauchen mich, also legen sie sich nicht mit mir an. Du bist derjenige, der etwas aufpassen sollte. Hier gibt's einige, die deinesgleichen nicht leiden können. Meinesgleichen? Ja, du weißt schon. Der Grund, warum du hier bist. Und warum bin ich hier? Weil das alles Mögliche sein kann, soweit ich weiß. Du weißt nicht, was du gemacht hast? Ehrlich gesagt, nein. Wow, Mann. Wir sind unschuldig. Du bist schräger drauf, als ich dachte. Ich krieg eine Gänsehaut. Was habe ich denn nun gemacht? Hey, hey, ich verurteile niemanden. Von mir aus kannst du nackten Supermarkt überfallen, ist mir Schnuppe. Bist du deswegen hier? Ah, touché. Na dann mal zur Sache. Das ist schlecht, aber was trinkt man in dem Moment, dann fängt man zu lachen. Sehr schön, er hat nackt einen Supermarkt überfallen. Sir, wo haben Sie bitte schön Ihre Waffe die ganze Zeit versteckt? Und jetzt viel Spaß mit den Bildern. Ich habe so Sachen über dich gehört, stimmen die? Ja, schätze, ich bin der Neue. Bist du der berühmte Sleazy, von dem ich so viel gehört habe? Ich habe so Sachen über dich gehört, stimmen möchtest du lieber mal so versuchen? Na, hoffentlich nur Gutes. Wie ich höre, kannst du Sachen besorgen. Dein erster Tag hier drin und du brauchst schon was? Ja, sicher doch. Ich brauche immer was. Mal langsam an. Ich brauche Hilfe, um an bestimmte Sachen ranzukommen. Und ich frage mich, ob unser Kollege da hinten, der kleine Dieb, was du nicht sagst, der uns mal den Ring geklaut hat, uns noch erkennt. Ich brauche eine Menge Zeug.
Und als erstes ein Weg hier raus. Ich kann dir alles besorgen. Aber da musst du schon etwas mehr ins Detail gehen. Tja. So einfach ist das? Wie könnte man sagen, ja, willkommen bei Randall bricht aus. Es fehlt nur noch ein Harvey. Aber du kriegst es erst morgen. Oh, tu mir das nicht an. Ich komm sogar an einen Panzer ran. Echt? Panzer? Ja, ein Panzer. Hauptsache kein Paul-Panzer. Was? Das glaubst du nicht? Nee, darum geht's gar nicht. Weil ich dir einen Panzer nämlich einfach so besorgen kann. Ja, dann besorg mal. Da warte ich sehr gerne einen Tag für. Und dann fahren wir mal mit dem Panzer raus. Ich kann dir einen Panzer besorgen. Dann kann ich dir bis morgen einen Panzer besorgen. Spielzeugpanzer wahrscheinlich. Ich will keinen scheiß Panzer. Natürlich! Panzer ist scheiße? Hä? Nein, ich brauche nur gerade keinen. Ja, sehr geil. Zu spät. Die Bestellung ist schon aufgegeben. Morgen hast du deinen Panzer. Okay. Aber ein paar Sachen brauche ich noch heute. Was? Ja. Mit dem Panzer hier durch den Hof cruisen. Wäre doch cool. Eine ganze Packung Kaugummi im Mund, oder was? Um genau zu sein, zwei. Ich gewöhne mir das Rauchen ab, aber es läuft miserabel. Das beruhigt mich. Ein bisschen. Und du solltest auch mal runterkommen. Morgen hast du deinen Panzer. Okay. Gut, dann haben wir morgen einen Panzer. Schön. Der Dieb. Und das möchte ich jetzt nochmal probieren. Du, können wir dir die Schüssel... Ich bringe sie dir wieder, versprochen, mit Futter. Haben wir nicht irgendwas aus der Katze geben können? Ich würde der Katze gerne auch so einen schönen Kissenbezug geben. Ja. Oder hey, Gefängnisuniform. Hey, guck mal, die steht dir bestimmt. Es gibt keinen Grund, das zu machen. Naja, eigentlich würde ich auch Katzen nicht unbedingt einkleiden wollen. Ich finde sowas ziemlich schlimm, wenn man Tiere irgendwo in Klamotten steckt. Ich denke nicht, dass das klappt. Was? Damit die Katze es bequemer hat? Ich finde die Katze cool. Die Katze ist cool! Wer was anderes behauptet, ne? Er ist gemein. Zu Katzen und frisst kleine Babys. Und Hundewelpen, Pfötchen, Nasen und alles andere. So! Wow! Du auch? Dann sind ja fast alle zusammen. Kenn ich dich, Neuer? Klar! Ich meine... Nee, glaub nicht. Also was jetzt, Neuer? Kennen wir uns oder nicht? Naja, nicht so richtig. Sagen wir mal, ich kenne Mel. Du weißt schon, der Typ, den du immer beklaut hast. Ich meine, den du immer beliefert hast. Ja. Ah, der gute alte Mel. Ja, sicher, sicher. Hast du von ihm gehört? Eigentlich nicht. Das letzte Mal war er komplett high von Mercury Cola. Sei froh, dass du ihm später nicht nochmal begegnet bist. Ich sitze im Knast, also froh würde ich mich eigentlich nicht nennen. Aber egal, was war denn mit Mel? Der Typ hat den Zug der Schäferlein gekidnappt. Aber war so dicht, dass er den entgleisen ließ. Frag nicht wie. Viele Verletzte. Mel auch. Die Strecke ist immer noch gesperrt. Mann, ich bin fast jeden Tag mit genau dem Zug gefahren. Tja. Und das Beste also ist die U-Bahn entgleist. Nicht mal bewaffnet oder so. Der hatte nur ein Ghostbusters Protonen. Und alle machten sich vor Angst in die Hose. Erstaunlich. Er wollte bestimmt die Strahl kreuzen. Was gibt's, Neuer? Hat er mich nur gefragt. Ja, wie geil. Ach nee. Das ist wohl eh nichts für dich. Spuck's schon aus, du Pisser. Oh, wie geil. Weißt du, da sind so ein paar Typen, die den Weg in die Bibliothek versperren. Und naja, die haben mich so ein bisschen bedroht. Sorry, hab wohl den falschen Typen erwischt. Ja, komm, versuch mal. Da sind so ein paar Typen, die den Weg in die Bibliothek versperren. Und naja, die haben mich so ein bisschen bedroht. Aha, die Schwestern haben also neues Spielzeug gefunden, was? Da steckt ja wohl Box dahinter. Egal, was sollte mich das kümmern? Keine Ahnung. Dachte, wir können uns irgendwie gegenseitig helfen. Was soll das heißen? Gegenseitig helfen? Naja, wenn du mich beschützt, nur heute, dann verrate ich dir ein Geheimnis. Kein Interesse an deinen Geheimnissen. Hau ab, Junge. Du nervst. Ach, Mist. Komm schon, warte, sei doch nicht so... Hast du schon vom Ausbruchsplan gehört? Ausbruchsplan? Ja, erstmal, Randall, nicht. Super. Erstmal allen erzählen am besten. Und wann soll die Sache steigen? Tja, morgen schon. Ganz früh. Das klingt nicht gerade glaubhaft. Aber wie sieht der Plan denn genau aus? Davon habt Kaugummi als Sprengstoff. Wir werden doch noch zu MacGyver. Vielleicht kriegen wir irgendwie das Kaugummi von ihm. Tja, ist höllisch kompliziert. Das raffst du eh nicht. Wir dachten an Frauenklamotten und dann wollten wir eine der Wachen nein, das... Super Antwort, aber es geht da nicht. Wir graben einen Tunnel und wir brauchen Sprengstoff, um uns durch die Mauern Sektor 7 zu sprengen. Ich versuch's. Wir dachten an Frauenklamotten und dann... Können wir dem nicht die Wahrheit sagen, nachher verpetzt er uns. Ihm eine unvergessliche Nacht versprechen. Na, wenn du so drauf bist, bist du doch bei den Schwestern ganz gut aufgehoben. Keine Ahnung, warum du vor denen Schiss hast.
Okay, na gut, es war gelogen. In Wirklichkeit passiert Folgendes. Tja, ist höllisch kompliziert. Das raffst du eh nicht. Na, ganz sicher nicht. Wir graben einen Tunnel und wir brauchen Sprengstoff, um uns durch die Mauer in Sektor 7 zu sprengen. Ihr grabt einen Tunnel? Womit denn? Tja, mein Kontakt hat Zugang zu den notwendigen Werkzeugen. Das Problem ist die verstärkte Stahlbetonwand in Sektor 7. Deswegen muss ich in die Bibliothek. Ich habe die schwache Hoffnung, dass ich da was über selbstgemachten Sprengstoff finde. Aber das geht nicht, solange die Schwestern da rumstehen. Geht's darum? Bingo! Okay, Bayer. Das überzeugt mich. Bin dabei. Echt? Und Bingo war der Katze ihr Name. Verscheißt das mich auch nicht? Wart's ab. Was soll ich denn machen? Box abmurksen, ja? Klingt gut. Mir reicht's schon, wenn ich in die Bibliothek reinkomme. Okay, gebongt. Na dann mal los. Ich bin direkt hinter dir. Was, jetzt? Ich darf während dem Hofgang nicht ins Gebäude. Es gab da so einige, sagen wir... Scheiße. Und wann ist der Hofgang zu Ende? Schwer zu sagen. Hier kontrolliert keiner irgendwas. Außer der Wachmann da auf dem Hocker. Scheiß Müll. Okay, wie klingt das? Du gehst schon mal zur Tür und ich lenke ihn ab. Ja? Okay, Neuer. Aber ich warne dich. Wenn das nur ein Scherz ist und es gar keinen Ausbruchsplan gibt... Ja, ja, ja. ...dann mache ich den Rest deines Scheißlebens zur Hölle. Ist das klar? Das wäre, glaube ich, endlich mal eine nette Abwechslung für all den Scheiß, den wir so mitgemacht haben bisher. Ja, ich kann speichern. Wunderbar. Wunderbar, diese Folge ist am nächsten Mal auch zeitnah durch, vorbei und Ende. Überschreiben! Ja, dann sage ich mal, vielen Dank fürs Einschalten, Zuschauer. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und ja, wie und ob wir aus dem Gefängnis kommen, werden wir wohl demnächst sehen. Wenn es heißt, Randall bricht aus. Naja, mit dem Dieb haben wir doch so einen neuen Harvey-Ersatz gefunden, obwohl der da wirkt etwas Harvey-irrer, aber hier sind irgendwie alle bekloppt. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.